Ich habe ein bisschen was vor. Aber das Problem ist, wenn ich das anfange, kann ich nicht mehr zurück. Ich bin noch was überlegen, dass Erich einfach komplett durchdreht. Aber dann kann ich Erich nie wieder normal spielen. Weil das wird das, was ich vorhabe, das, da gehe ich in den Knast für. Scheißen tue ich das jetzt auch. Sollen sich alle ins Knie ficken. Bam. Jetzt wird gefickt. Ich mach das hier mit Erich für euch, ja? Das machen wir, damit ihr Spaß habt. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen, vielen lieben Dank. Ja. Was gab's? Weil ich habe hier gerade so eine faule Runde gemacht. Ich muss mit dir reden, unter vier Augen. Und niemand darf da vorne fahren. Versprich es mir. Bitte. Okay. Okay. Wo bist du? Oben in Polito. Ich komm dahin. Wo genau? Unten bei der Barbecue-Lodge am Strand. Gut, da wartest du und steigst in mein Auto. Wir müssen reden. Du erzählst niemanden davon. Vor allem nicht Hans. Warum bin ich nur noch Mitarbeiter? Das erkläre ich dir gleich. Ja. Gib Gas. Wieso? Ich hab schon den ersten Anruf von Hans gehabt. Ja, gut. Ich bin jetzt vorne bei, hier, wie heißt das Auto oben? Na, ich bin bei der Werkstatt in Paledo. Ich bin gleich da. Ja, war Erich. Erich, hallo? Erich. Ja. Moin, moin, hier ist dein Enkel. Wer? Hier ist Manuel. Wir haben uns schon so lange nicht gesehen. Ich wusste nicht, dass die Nummer auch noch funktioniert. So, was kann ich für dich tun, mein Junge? Ich bin jetzt zu Urlaub tatsächlich, weil die Tante sagte, dass du hier jetzt wohnst. Wir haben uns ja jetzt seit, 10 Jahren nicht mehr gesehen. Ja. Was treibst du so? Ich bin gerade angeln. Angeln? Ja, warte mal. Ich bin gerade am Telefon, jetzt steig schnell ein, mein Junge. Ja, Manuel, was kann ich denn für dich tun? Ja, ich würde dich wohl mal wiedersehen wollen. Wo bist denn du gerade? Ich bin gerade am Angeln. Mit einem Auto? Ja. Aus dem Auto raus angeln? Nein, also ich bin mit dem Auto da gewesen, bin ich doch. Wieso? Ach so, ja, nee, weil du sagtest einsteigen. Wo denn? Dann würde ich doch einfach mal dazukommen. Ich mal wieder wie früher angeln. Wir wollen mal angeln? Erinnerst du das nicht mehr? Nee. Ich zieh den Pulli aus vom Siedlungsschäder. Immer an der Küste damals. Oha. Ja gut, das ist aber auch schon ein paar Jahre her, das kann man ja vergessen. Ja, wir können uns gleich treffen. Ich ruf dich gleich nochmal zurück, ja? Alles klar. Guck, bis gleich. Ich wünsch was. Jo, bis dann. Ciao. Für wie blöd hält er mich eigentlich? Ich hab den seine Nummer eingespeichert, der Idiot. Nigga, wir müssen mal über Hans reden. Erzähl, was passiert ist. Mir geht's so hart auf den Sack, wie er sich verhält. Gestern? Ich meine, ich schlauch ja ab und zu mal über die Stränge. Das will ich ja gar nicht sagen, nicht? Was ist für dich wichtiger? Familie oder Geld? Boah, Familie schon, ne? Wie kann es sein, dass jedes Mal, wenn ich Hans brauche, ist er nicht für mich da, sondern telefoniert? Jedes Mal, wenn ich ihn irgendwie benötige, er telefoniert. Wer hat ihn in die Firma gegeben? War hier vorne rechts runter. Wer hat ihn in die Firma gegeben, mein Junge? Ja. Wer hat ihm das alles hier gegeben? Dass er da, wie er jetzt lebt, leben kann. Ich war das. Ich hab das jahrelang aufgebaut und hab ihm das mit Kusshand übergeben. Und das ist der Dank dafür? Mhm. Und ja, ich hab auch in letzter Zeit, das weiß ich ja selber, ich bin ja nicht gerade der Aktivste in der Firma. Und ich bin ja auch froh, dass er und du das alles machst. Ja? Und ich hab dich erstmal nur zum Mitarbeiter gemacht, damit du ihn nicht wieder einstellen kannst. Also nicht, dass du dich wunderst. Das war nur eben, dass du dich nicht wieder einstellen kannst. Mhm. Es kann aber doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn ich irgendwas brauche von ihm, jedes Mal, wenn ich ihn brauche, ist er am Telefonieren, am Autos kaufen,
am Autos lackieren oder Kira hier, Kira da. Da springt er für. Da muss nur mal geschnipst werden. Und der hat sofort den Dildo im Arsch und springt hoch. Und wenn sein alter Herr mal was braucht, der für ihn alles gemacht hat. Alles. Wer hat sich mit den Gangs angelegt? Früher, noch ganz, ganz früher. Bevor er Chef war. Ich hab mich mit den Gangs angelegt für ihn. Ich hab ihm das alles hier gegeben. Alles, was er jetzt hat, hat er wegen mir. Und der Dank dafür ist, dass er sich nicht mehr um mich kümmern kann. Wo ist mein Sohn hin? Aber Erich? Ja? Hast du Hans angeschossen? Nein. Sicher? Ja. Ganz sicher? Ja. Hans meinte, du warst es. Warum soll ich ihn nicht anschießen? Irgendwo hättest du wohl heute auf ihn geschossen. Nein. Wohin? Ich hab daneben geschossen. Du hast also in seine Richtung geschossen? Ja, ich wollte ihn erschrecken. Das verrätst du doch Hans nicht, oder? Alles hier? Sprich mit ihm darüber. Sprechen? Du weißt genau, dass Sprechen mit ihm nichts bringt. Das weißt du auch. Naja. Nicht naja. Ja, es ist so. Die wollen uns. Entschuldigung. Einmal anhalten, bitte. Jo. Hola. Hallo. Was ist dein Name? Erich. Steig mal aus, Erich, bitte. Steig mal aus. Moin. Kann ich mal deinen Ausweis haben, Erich? Warum? Gib mir den einfach mal, bitte. Yeah. Ja. Wo kommst denn du her? Wieso komme ich her? Ich hab grad Knicker abgeholt vom Barbecue. Knicker? Ja. Knicker neben dir. Ja. Ja, sitzt da. Der war verletzt, ich hab ihn gerade vom Barbecue abgeholt. Wie geht's denn dir? Gut, wieso? Was ist denn los? Ja, nix. Wir haben nach dir gesucht. Warum? Ja, keine Ahnung. Uns wird gesagt, wir sollen dich suchen, weil du ein bisschen verwirrt bist und sowas. Oh, sag nicht, der Idiot hat euch hierher geschickt. Ich will meine Ruhe von ihm. Welcher Idiot denn? Ja, Hans. Ich will meine Ruhe von Hans. Hallo? Spricht dort Herr Erich? Ja. Ich habe gerade gesprochen mit ein paar Freunden. Kann es sein, dass sie vielleicht ein wenig in Probleme stecken? In Probleme? Ja. Es geht eigentlich um Familienstress. Wieso? Keine ernsthaften Probleme, wo sie vielleicht ein wenig Unterstützung benötigen. Was meinen Sie mit Unterstützung? Ja, Freunde. Freunde? Ja, ein wachendes Auge über sie haben. Ja? Passen Sie auf, ich mache das nicht aus ungefähr, ja? Ich bin interessiert an die Information und ich habe das Gefühl, dass der Taxiunternehmer sehr viele Informationen in der Stadt bekommt, right? Ja, richtig. So, und im Gegenzug kann ich gegebenenfalls ein wenig Unterstützung oder Hilfe anbieten. Denn wenn ich so gerade von meinen Kontakten gehört habe, können Sie davon eine Menge gebrauchen. Das stimmt. Also wenn Sie da grundsätzlich Interesse dran haben, dann... Kein Meter, ich weiß, dass OOC das da schon lange daran arbeitet. Ja, sehr gerne. Ich rufe Sie in 5 Minuten nochmal an. Tun Sie mir einen Gefallen, ja? Ja. Ich schreibe die Nummer nicht ab von dem Display, ich melde mich in 5 Minuten bei Ihnen. Gut, melde sich in 5 Minuten, alles klar. Ja. Mich hat gerade jemand angerufen mit so einem komischen englischen Akzent. Kennst du den? Wie heißt er denn? Hat er nicht gesagt, aber er hat gesagt, seine Kontakte haben gesagt, dass wir Hilfe brauchen. Pass auf, der hat wohl irgendwie ein wachendes Auge bei uns, kann der haben oder so. Der hat gesagt, der will Informationen von der Toxifirma. Wie hieß denn er? Er hat's nicht gesagt. Ruf den mal zurück, frag den mal, wie er ist. Er hat anonym angerufen. Er hat gesagt, er ruft aber in 5 Minuten zurück. So, das ist eine Bank. Ich sag schon gerade, was ist denn das? Auf meinem Knie plötzlich. Du musst das klären mit Hans. Tom, ich nicht. Das Problem ist, dass das da nichts zu klären gibt. Der hört nicht zu. Ich bin immer oder wer parkt da? Ich hab da was wir machen können, das... Was denn? Mitkommen. Kannst du mir nicht wissen, wo das Handy wegnehmen? Das klingelt jetzt hier und so. Oh Scheiße, was soll denn das? Bist du bescheuert jetzt oder was? Halt die Klappe. Hör mir zu. Was hast du vor? Merle, kommt mal bitte vorgefahren an mein Auto. Oh, soll ich denn... Ich will mit Hans nicht kriegen! Halt die Klappe.
Plan ist wie folgt. Wir fahren nach unten in die Stadt, in die alte Fleischfabrik. Da bringen wir dich hin. Wir gehen mit dir da rein. Du stellst dich an eine bestimmte Stelle. Wir warten, bis Hans kommt. Ich werde Hans sagen, er soll alleine auftauchen und dass wir beide auch alleine sind. Keine Waffen. Okay? Okay. Ich lege Hans Kabelbinder an. Ja. Und ihr klärt das. Nein, ich will das nicht mit ihm klären! Ehrlich, was ist denn überhaupt los? Mann, ihn interessiert Familie gar nicht mehr. Es ist nur noch Geld, Geld, Geld. Alles das, was er hat, das hat er durch mich. Ich hab ihm das alles gegeben. Wenn denn noch, da war noch ein ganz kleiner... Da Taktik kommen die Cops. Wir tun das doch nicht. Nein, du bleibst hier, ich klär das. Nimm einfach mal die Waffe weg. Okay. Was machen sie hier? Unterhalten. Reden. Unterhalten, reden. Also Erich, die sind erstmal festgenommen. Warum? Die suche ich wegen einer Zeugenaussage, dass sie erstens mein Drafter mit der Flex bearbeitet haben. Wieso? Wurde so gesagt. Des Weiteren sind sie, wird ihnen hier was vorgeworfen, dass sie eventuell aus dem Rusty Rebel auf ein Taxiunternehmen geschossen haben. Hab ich nicht. Warum soll ich doch was machen? Haben wir aber Aussagen von, deswegen nehmen wir sie erstmal mit und befragen sie im PD. Unpassend. Können wir das später machen? Nein. Gut, aber es ist gerade eigentlich echt unpassend. Ja, das ist gerade... Muss ich eigentlich Fotos machen, oder? Wir müssen den Namen halt aufschreiben. Was ist mit dem da hinten, der läuft, oder den gar nicht mitnehmen? Wer wo läuft? Da hinten am Strand! Wer läuft hinten am Strand? Schade, ich hab wieder gedreht, jo. Bleib mir. Sie stellt sich jetzt da an den Polizeiwagen und nimmt die Hände hoch. Ich rate nämlich runter, weil ich durchsucht werden soll, jetzt wieder hoch. Was soll ich machen? Wo bist du? Sag mal, Erich? Ja. Du hast doch vorhin zu mir gesagt, du wolltest nicht in Richtung Hans schießen, sondern. Okay. Also nicht in die Nähe von Hans. Ich hab doch auch nicht auf Hans geschossen! Klappe. Sondern nur in seine Richtung, um ihm ein bisschen Schiss einzujagen. Ja. Mehr war das ja nicht, oder? Ja. So. Ich will mit ihnen das Gespräch suchen. Aber das Problem ist, mit denen kannst du nicht reden. Ja, aber dann können sie doch nicht aufs Gelände schießen. Das ist mein Gelände! Gut, da hat er auch wieder recht. Gute Idee. Die Scheiße muss ja geklärt werden, oder, Knicker? Dann kriegen wir Gute das Idee, Knicker, das zu sorgen. Super. Na, top. Ja? Tolle Idee. Ja. Aber gut, dass Sie gerade Ihre eigene Strafe dazugegeben haben. Ich Dankeschön. Will doch auch gar niemandem was antun. Schön, dass du das sagst, Knicker. Was soll das? Dafür kriegen wir das aber hin, dass Sie vielleicht Ihren Streit hinkriegen. Ich will meinen Streit nicht hinkriegen. Warum denn? Weil er mich nicht mehr lieb hat. In dem Zimmer einsperren. Wenn du willst, kannst du dazu. Nein! Oh, das ist nett. Den Kollegen kennen wir doch von gestern Abend. Den Kollegen kenne ich noch vom Windelnschmeißen. Wird was? Ich will nicht mit meinem Sohn reden. So. Warum sind sie denn gestern Abend von uns geflohen? Wo bin ich denn geflohen? Ja, aus dem Autohaus raus. Hey, nee, ich fahr doch wieder da. Ja, nee. Weg, doch, können. Fragen Sie die Dame. Ja. Die Dame, aber die kurz dann waren wir wieder weg. Ja, kann ja nichts, bis sie nicht weg waren. Es kann nicht sein, dass ich immer wieder beschissen werde von vorne bis hinten. Ja, was schießen die dann auf ein Taxigelände? Ich wollte meinen Sohn Angst machen. Die haben nicht nur ihren Sohn Angst gemacht, ich stand da genau nebenan am Spielplatz und hab das halt beobachtet. Ich bin ihnen hinterhergefahren, ich war die Einheit. Mir ist keiner hinterhergefahren. Ja, sie waren schon über die Brücke, ich hab die scheiß Mutter nicht angemacht. Ja, wer ist da, hallo? Es kann nicht sein, dass Hans immer so viel Scheiße baut und ich soll dafür gerade stehen. Der hat mit der Gang zu tun, der hat mit der Gang zu tun. Der hat mir den Gang auf den Hals gehetzt. Welche Gang? Die Nordics. Deswegen haben sie diesen Drive-By abgeschoben. Ich hab nicht auf ihn geschossen, ich wollte ihn erschrecken. Die haben das Auto aber getroffen und da standen auch noch 3-4 andere Personen. Ich hab schon gezielt. Denke ich. Mit einer Hand? Ja. Als Fahrer in einem Rusty Rebel. Ich hab hier gestanden. Ich hab hier gestanden. Das ist Körperverletzung! Das ist Freiheitsberaubung! Das ist Hochverrat! Das ist ein bisschen geil, ist das auch! Herr Fischer, sollen wir ihn an dem Sturm fixieren, oder? Ja, ja, sollen wir. Okay, ja, ich habe eine Kabelbinder, guck uns mal. Ich mache auch ganz vorsichtig dran. Ist mir egal, nimm dir da fest. Von Schell machen mich ein bisschen geiler. Nee, dann nehme ich Kabelbinder, so. Der Stuhl ist fest. Nein.
2 bei Fische. Was? 2 bei Fische. Jetzt auf Sort 1. Wie siehst du aus? Ist wohl nicht dein Standard, wa? Mir hat keine Lust mehr hier mit dieser Scheiße. Du schießt auf ihn oder auf seinen Hof. Du tust angeblich irgendwelche Gangs auf ihn hetzen oder so. Was wird denn das hier? Euer scheiß Familienstreit, das da es wird ja Familie ist ja nicht so wichtig, Hauptsache Geld! Ja. Das ist totaler Bullshit, das weißt du. Das ist kein Bullshit! Jedes Mal, wenn mir was zustößt, ja, ich muss erstmal mal, ich bin ja 20 Autos erstmal lackieren und ich muss erstmal telefonieren. Ich kann gerade nicht kommen. Ja, ich musste gerade arbeiten fürs Taxi. Ich musste gerade dies, ich musste gerade das. Aber alle das hättest du nicht, wenn ich dir damals nicht gegeben hätte! Du standst damals mit Clownschuhen vor mir! Wo ist der Hans hin? Wo ist der hin? Ich hab dir damals alles gegeben! Und der Dank dafür? Der Dank dafür ist, dass dir alles scheißegal ist! Hauptsache Geld und die Firma! Der Dank? Du hast mich gestern bewusstlos geschlagen! Hast du dich dafür entschuldigt? Nein, hast du nicht! Du weißt, wie ich bin! Guck dir alles das, was du hast! Das hast du dank mir! Sonst hättest du's gar nicht! Und dann gehst du hin und ballerst auf mich? Ich hab nicht auf dich, ich wollte dir Angst machen! Angst? Ich hab dir damals so oft den... Bevor du zum Chef wurdest, hab ich dir so oft den Arsch gerettet! Ob's bei der Polizei war mit den Drogen, da hab ich dich dafür bestraft nachher, ja. Aber ich hab dich davor gerettet. Ich hab das gemacht, da waren Gangs sauer auf uns, auf dies, das. Und der Dank dafür ist, dass du mich jedes Mal, dir alles scheißegal ist, Hauptsache deine Scheißkarren sind lackiert! Und wer hat dich davor bewahrt, dass die 187er dich umbringen? Oh, das war einmal Dankeschön! Du hast mal was getan für die Familie! Herzlichen Glückwunsch! Was hast du denn gemacht? Du hast übelst die Scheiße gebaut! Du hast nie was für die Familie gemacht! Und ich habe mein Leben dafür riskiert, dass, dass die dich nicht umbringen! Oh, ganz toll! Hast du einmal was gemacht, Hans! Sehr schön! Toll! Supi! Immer nur Geld hier und da und alles und hier und Firma und das! Ja, die Firma läuft dank dir! Ja! Du machst alles für die Firma! Alles! Aber du tust null für die Familie! Das ist Bullshit. Nein! Doch. Nein! Ich habe nie auf dich geschossen. 10 Minuten? Das hätte ich auch nie getan. Ich habe auch nicht auf dich geschossen. Hast du die Kugel gehen? Klapp an meinem Kopf vorbei. Ich habe gut gezielt. Ja, habe ich gemerkt. Aber Gangs kannst du auch mich ansetzen, ja? Die Nordics zum Beispiel. Ich habe die angesetzt. Nein! Ja. Hans-Peter hat gesagt, wir sollen dich suchen. Ich habe die gesucht, damit du die noch mehr scheißen. Ja, dass die mich von der Straße wegrammen. Tolle Idee. Die mich weggerammt? Natürlich! Ist dir was passiert? Ja, natürlich! Was ist dir denn passiert? Ach, jetzt auf einmal interessierst du dich dafür, ja? Sonst, wenn ich bewusstlos am Boden liege! Ja, ich muss erstmal telefonieren. Warte, Hans-Peter am Apparat! Hallo, Hans-Peter am Apparat! Hallo, Hans-Peter am Apparat! Hallo, Hans-Peter am Apparat! Woher kommt das denn? Alles! Wo kommt was? Dass du das hast! Wo ist der Hans von früher mit diesen Clown, mit diesen Elfenschuhen und mit den Elfenohren? Der Hans von früher, dem du einmal reingehauen hast? Ständig? Ständig ist übertrieben. Andere Frage. Jedes Mal. Hey Erich, was kann denn mein Drafter da eigentlich für? Was? Ihr Drafter hat damit gar nichts zu tun. Da wäre ich nie untergelandet, hätte Brosch mich nie niedergeschlagen. Dann haben sie ihn aber kaputt gesehen. Nein, ich kam da nicht raus. Ich habe versucht, da rauszukommen. Mhm. Dann können Sie den Brosch nachfragen. Ich lasse euch nicht raus, solange ihr euch vertragen habt. Ganz einfach. Ja, dann wird es eine lange Nacht. Der Raum ist jetzt gekauft, wir gehen raus, ihr redet untereinander und klärt diese Scheiße. Ich komme in 10 Minuten wieder und dann ist die Sache geklärt. Verstanden? Mikrofon ist aus, Kollegen raus. Ja, aber du machst immer so, du stellst mich immer, nur weil ich ein bisschen durchgetreten bin als ihr, stellst du mich immer als Verrückter. Wir hatten die ganze Firma aufgebaut. Warum mache ich das? Um dich zu schützen, damit du nicht in den Knast gehst. Hätte ich den Officer nicht erklärt, dass du geistig komplett einer der Klatsche hast an dem Tag, hätten die dich eingebuchtet. Weil du so viel Bullshit von dir gibst. Ich war letztens verletzt und du telefonierst nur. Wann? Letztens. Aha. Ich leite eine Firma, die super läuft, worüber ich sehr glücklich bin. Wir haben super Mitarbeiter. Ich habe eine super tolle Frau an meiner Seite. Ich habe Autos, ich habe ein geiles Haus. Und ich habe ein Stück Familie in dieser Stadt kennengelernt. Was will ich mehr? Ich verstehe das Problem nicht. Dass du das Leben genießt. Tu ich doch. Kann ich aber nicht, wenn ich mit dem dreckigen Pullover irgendwo in der Straße hocke. Oder Geld bettel. Weißt du, jeder kommt zu mir und sagt mir, schmeiß den raus. Geh vor Gericht, was weiß ich, klag den aus der Firma raus. Der tut der Firma nicht gut. Ich sehe jetzt mal, nein. Das ist erstens mein Vater. Zweitens tue ich dem sowas nicht an.
Drittens ist das auch trotzdem im Inneren ein guter Kerl, auch wenn er manchmal ein bisschen an der Klatsche hat und ein bisschen Scheiße baut. Und er hat die Firma mit seinem Herzblut, mit seinem Schweiß und seinem Blut aufgebaut. Das tue ich dem nicht an. Das will ich nicht. Ich will ihn in der Firma behalten. Ich will mit ihm zusammen diese Firma behalten. Wirklich? Ja, jedes Mal. Kannst du alle Mitarbeiter fragen? Okay, nicht die. Nicht unbedingt alle. Viele haben, interessieren sich doch gar nicht für. Was ist das für Scheiße da drüben? Was war das denn? Ich liebe dich doch auch und ich will doch auch, dass du glücklich bist. Seit wann ist das alles so? Zwischen uns. Was? Seit wann ist was? Das ist so eine aggressive Stimmung. Seit wann ist das? Seit gestern. Schon länger so. Hab ich es nicht so empfunden. Ich hab das Gefühl... Okay, das eine Mal war eine aggressive Stimmung, als du mein Taxi umlackiert hast. Ich hab das Gefühl, dass ich in dieser Firma und in deiner Familie nichts wert bin. Das ist Bullshit. Ich hab das Gefühl, dass ich nur das dritte Rad am Wagen bin. Bist du nicht? Bist nicht irgendein alter Knacker. Scheinbar ja schon. Weißt du genau. Ich wünschte, wir hätten es früher gekannt. Vielleicht wäre das Ganze dann anders gelernt. Das weiß ich nicht. So, haben Sie sich ausgesprochen? Fragen? Ja. Ich hoffe doch. Lehnen Sie sich nicht an die Gurgel, sonst gibt's... Nein, geh, ich muss mal zu Hans kurz rüber, bitte. Ja, gut. Kurze? Musst du? Hm. Ja. Dann können Sie auch gehen. Kommen Sie mit. Das hat nichts geändert. Das hat einfach nichts geändert. Schon wieder lässt er mich hier alleine stehen. Und euch werde ich zeugen, wie er verrückt ist. Oh, ich bin Hans-Peter. Ich liebe dich, Papa. Die raus. Da ist er schon wieder weg. Das ist bestimmt Kira. Ich muss die umbringen. Wir müssen ihn wieder ganz alleine für uns haben. Hallo. Einer sag mal, ich höre deine Stimme, aber ich kann deinen wundervollen Körper nicht sehen. Ich bin wieder jung. Oder tot. Wieso tot? Bin ich tot? Ist er tot? Bin ich tot? Bin ich da nicht so sicher? Eigentlich nicht. Ja, Glück gehabt. Ja, wir haben noch was zu bereden. Also, bin ich ja mal gespannt. Kommst du mit? Ja. Wenn ihr das nicht klärt, hau ich euch beiden aufs Maul, ne? Oh, nee. Wieso? Musst du mal aufpassen, meine Freunde sind schon so manche Leute hängen geblieben. Kommst du mit? Pass mal auf, ey. Mach ich einen Roundhouse-Kick. Kannst du das? Was meinst du, wie dehnbar ich bin? Bin wie Leder. Altes Leder. Ich fahr jetzt. Und warum wird mir dann gesagt, du willst Waffen kaufen? Bullshit, von wem ich den Waffen kaufen? Ja, weiß ich nicht. Mir wurde die Info zugetragen, dass sich ein Waffenhändler jetzt mit einem Taxichef trifft. Ein Waffenhändler mit einem Taxichef? Oh, und den Waffen verkaufen. Interessant. Nee, nicht mit mir. Pass auf euch auf. Wo fährst du jetzt hin? Nachdenken. Herr Eric, einsteigen. Sind Sie angeschnallt? Sind Sie bewaffnet? Nein, unbewaffnet und angeschnallt. Lass Sie gleich einmal durchsuchen, ne? Ja. So, wir kennen uns nicht, ja? Sie hatten kleine Probleme mit Palito. Steigen Sie mal aus.
So, wir kennen uns nicht, der Erich. Was war das da oben für die Nummer in Paleto? Na, sagen wir mal so, es gibt ein kleines Familienproblem und es hat versucht, jemand zu klären. Indem er mich fesselt. Passen Sie auf. Ich habe ein Interesse an Ihnen, ja? Ja. Dieses ein Interesse ist, dass Taxiunternehmen in der Regel relativ gute Informationen haben, ja? Ja. Und gegebenenfalls kann man, das können Sie sich in Ruhe überlegen, kann man in Verbindung treten, wenn Sie Probleme haben, ich Ihnen helfen kann. Mein Interesse ist, Informationen vom Taxiunternehmen zu bekommen und dafür bin ich bereit, einiges zu machen, weil ich weiß, wie vernetzt ein Taxiunternehmen ist. Okay. Was genau für Infos? Alles, was die Stadt betrifft. Ich brauche ja auch jemanden, der die Ohren aufhält für mich und mir sagt, wo der Wind herweht, mit der Polizei ist und so weiter. Im Gegenzug kann ich Ihnen sagen, dass ich nahezu jedes Ihrer Probleme aus der Welt räumen kann. Alle meine Probleme? Alle Ihre Probleme. Nein, das betrifft nicht Hans-Peter. Ich möchte, dass wir jemanden einen Besuch abstatten. Nicht umbringen, aber mal so ein bisschen Angst machen, dass sie sich vielleicht. Das ist das Übliche so, ne? Ja, also nicht unbedingt, dass es auf mich zurückkommt oder auf sonst irgendeinen. Ich denke, das ist verständlich, nicht? Aber ich vielleicht können sie mal jemanden ein bisschen. Also die Dame heißt Kira Lange. Kenne ich nicht. Haben Sie ein Foto? Hat rote Haare. Freunde von Hans-Peter, ich kann Ihnen die Nummer geben. Ah, ich stehe nicht so auf Telefone. Weil ich, Der hat viel mit Gangs zu tun, Sie müssen da vorsichtig sein. Sowohl die Nordics, als auch irgendwelche blau-lilanen sind sie, oder lila-gelben sind sehr gut mit dem befreundet. Fällt da irgendwas auf, ruft er die sofort. Wissen Sie, was das Gute ist? Wenn ihr Sohn irgendwann irgendwas anruft oder so, ja? Und ich kriege das mit, können Sie sicher sein, dass von mir ein Anruf getätigt wird und dann ziehen alle wieder weg? Na, ich hoffe. Ich möchte, dass Sie denen ein bisschen klar machen, dass die Toxi-Firma oder dass sie sich nicht so sicher fühlen sollen, wie sie es tun. Einfach nur das und ein bisschen krankenhausreif prügeln. Nicht umbringen, krankenhausreif prügeln. Okay, wann? Wann ist die Post? Nicht heute. Heute Abend? Nein, das ist zu auffällig. Sie denken sowieso schon, dass ich die umbringen wollte. Machen Sie das morgen oder übermorgen, ganz in Ruhe. Ich mit denen geschäftliche Beziehungen aufbauen? Das ist mir so einiges wert. Also wenn Sie mir sagen, dass Ihr Sohn verschwinden soll, dann ist das auch kein Problem. Nicht verschwinden, krankenhausreif. Genauso wie seine Frau. Beide. Beide. Was mit diesem Knicki? Knicker nicht. Kein Problem. Obwohl doch, mach den auch mal mit. Denn ich denke nicht vielleicht, dass ich das gar nicht war. Mach den auch mal mit, wenn ihr den kriegt. Noch ein paar Taxis überfahren vielleicht? Ja. Dass das ein bisschen unauffällig wird, dass das ein Angriff gegen das Taxi ist und nicht gegen ihn. Wie wollen Sie das denn? Ich meine, okay, dann machen wir das, ich denke mal, zu Ende, ja? Das ist Reeve. Kann ich Ihnen helfen? Achso, Entschuldigung. Ja, ich dachte, du wirst mein Auto zurück. Entschuldigung. Scheiße, jetzt stehe ich hier, toll. Meinst du, dass du noch als Mikira mit dem Mobitz auf der Baustelle gefahren bist? Ja. Erinnerst du dich, was ich zu dir gesagt habe? Nein. Ich habe gesagt, du fährst nicht mit auf dem Mobitz. Ich fahr dich. Solltest du dich nicht beherrschen, ist die Hölle los. Ja. Hast du dich beherrscht? Ich glaube ja, oder? Wollen wir nicht. Nicht, oder? Wieso, was war denn? Weiß ich, wenn sie so einen Millimeter Nahkampfstachel am Hintern spürt, bin ich da nicht allzu glücklich drüber. Vor allem nicht, wenn es von meinem Vater kommt. Ja, und jetzt? Was soll die Scheiße? Wie, was soll die Scheiße? Das ist meine Frau! Ja, meinst du, ich bin geil auf die, oder was? Das macht mich nur mal, wenn es so vibriert. Was soll ich denn machen? Ehrlich, sag's mir. Hau nicht ab jetzt. Dein Ernst? Erich, du haust jetzt nicht ab. Doch! Gib mir die Scheiße jetzt nicht! Nein, du hörst mir zu! Nein, ich gebe mir die Scheiße jetzt nicht! Sag mir, wie das alles weitergehen soll! Keine Ahnung! Ich verstehe, dass du Aufmerksamkeit gesucht hast. Scheiße. Nicht so funktioniert, wer? Scheiße. Lass mich jetzt fahren! Und gib mir meinen Schlüssel wieder! Du hast einen Schlüssel. Du gib mir meinen Schlüssel wieder, den du hast. Ich brauche diesen Schlüssel, um das Auto zu bewegen, damit dein Haus nicht geklaut wird. Ist das jetzt dein Ernst? Lass mich jetzt in Ruhe! Hm?
Wenn du dich mal beherrschen würdest? Nee, nur weil du keinen Spaß abkennst. Ja, das ist... Das ist alles deine Schuld, dass das so ist. Das ist deine Schuld, dass das so ist. Ihre Schuld. Überhaupt nichts ist ihre Schuld. Will sie verarschen? Mon wendet sich nicht gegen mich. Verrückter alter Mon, haben sie gesagt. Ich schlag über die Stränge, haben sie gesagt. Ich zeige euch, was über die Stränge schlagen heißt.